Willkommen zurück zum Winners Final. Jo. Wir sehen jetzt Ruven gegen SDN. Ein klassisches norddeutsches Matchup. Ich wollte gerade sagen, fast ein Klassiker. Ich meine, ungefähr jedes Mal, wenn man hier ist, sieht man die beiden. Ja, also sie sind auch immer so Top 3. Ja. Beziehungsweise SDN hat auch die letzten Male, zumindest wo ich da war, immer gewonnen. Mhm. Okay, geht los. Also wer oft bei NEZ zuschaut, der kennt dieses Matchup, sagen wir es so. Ja. Die klassischen, der blauhaarige Fire Emblem Schwertkämpfer gegen den blauhaarigen Fire Emblem Schwertkämpfer, aber anders. Oh. Ja. Okay, ja, nice. Schöner String hier von Ruven. Oh, ja. Direkt die 58 sitzen. Hört schon mal gar nicht auf hier. Aber kein Ledge Trap. Und SDN ist auch sofort reingekommen. Aber das Pacing ist auch ganz anders als das Set da vorne. Die spielen beide viel schneller. Dabei ist eigentlich mal ein schneller Charakter. Ja. Ich bin auch sehr schöne Tech-Roll, wie weit die auch gingen. Ich bin großer Fan von SDNs Movement, das ist irgendwie so calm. Du siehst ihn einfach teilweise im normalen Walkspeed gehen, bisschen Positioning. Der hat irgendwie diese ganze Ruhe da drin, das wirkt alles sehr geplant. Ja. Das ist was ich persönlich gar nicht kann. Und er spielt halt so, wie man halt Ike spielen muss. Er wartet halt ein bisschen ab, bis man irgendeinen dummen Fehler macht und dann kommt er halt mit seinem riesigen Schwert und punisht das. Ja, guck mal, nicht overextended, er steht da einfach und wartet. Er hat auf den Ledge Trap abgewartet. Oh, schöne Back Air. Hat er ihn einfach mit Air gequetscht und geht damit in den Lead. Ruven hat schon Stock verloren. Oh. Oh, Jab into Back Air connected nicht, weil SDN zu weit oben ist. Oh. Ja, was auch auffällig ist in dem Matchup, ist, glaube ich, beide wollen nicht mit ihrer Up-B recovern, wenn sie es irgendwie verhindern können, weil die halt sehr exploitable ist. Du kannst sie von oben down airen. In diesem Matchup spezifisch können sie sich auch gegenseitig kontern. Deswegen sehen wir hier sehr viele Air-Dodges an die Ledge, was Ruven auch gerade perfekt abused hat. Ja. Also gepunished hat, meine ich. Ja, das, der Air-Dodge war leider ein bisschen wasted. Über die Ledge. Ja. Und Ruven wusste halt, dass der kommt, weil er weiß ja auch, dass SDN nicht mit der Up-B recovern will. Mhm. Ike zusätzlich natürlich noch die Side-B. Gute Recovery-Option. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich habe mal gehört, dass Chrom einfach der beste Charakter im Spiel ist, wenn man ihn nicht gimmt. Und ich fühle es ein bisschen. Für viele. Ja. Ich habe das Gefühl, Aegis ist auch der beste Charakter im Game, wenn man ihn nicht gimmt. Ja, aber ich finde Aegis ein bisschen weniger gimpable, zumindest Mithra mit der Side-B. Oh, jetzt hat Ruven ein Problem, Dass da der Edgeguard sowas verkackt, ist der Endgame. Ja. So. Oh. Schöner Air-Dodge an die Ledge, also gut entkommen. Ich fand den ja auch nice. Oh, okay, er grabbt ihn aus der Up-B. Der Air-Dodge war schon risky, aber irgendwie... Ja, aber gut geklappt. Oh. Manchmal musst du halt auch risky Options machen, wenn du im Disadvantage bist. Oh, schöne Back-Air von Ruven, finde ich. Mhm. Hat getradet. Eigentlich will er jetzt aber gar keine Trades, weil er einen Stock weniger hat. Ja. Ruven braucht jetzt unbedingt den Kill. Oh, sehr schön, Da ist der Konter. One-Up-Konter und jetzt nochmal? Nee, okay, F-Tilt. Ich würde auch sagen, auf jeden Fall, Ike hat die bessere Recovery mit der Side-B. Ich finde es sehr schwer zu predikten, wo er hingeht. Da ist auf jeden Fall sehr viele Mix-Ups. Was ich mich frage, würde das nicht funktionieren, wenn er ihn kontert? Ruven scheint das nicht zu machen, aber gerade hat ja Ike die Side-B so an die Ledge gemacht und das Schwert ist auch ausgeschlagen und so. Ich hätte jetzt gedacht, wenn man gekontert hätte, hätte das ihn... Ja, die Mix-Ups sind halt auch vorhin in der Höhe, nicht nur mit dem Timing. Also das ist schon ziemlich risky. So, sehr gefährliche Situation für Ruven hier. Last Stock will man nicht offstage sein, aber er hat's geschafft. Mhm. Gut onstage gekommen, back to neutral. Oh, SDN für die Full Commit Up Smash. Den hat er gefühlt. Den hat er gefühlt, aber fast auch bereut, weil das nämlich ein Combo-Starter für Ruven war. Ja. Mal ein bisschen Low Percent, da kann man sich mal ein bisschen was erlauben. Sehr schöner Tech Chase. Sehr nice, das String auch aus dem Tech Chase raus. Ich verliere fast die Übersicht, da ist so viel Blau und so viel Schwert. Ja. Oh, okay. Ich dachte schon, das wäre es jetzt gewesen. Aber es ist sehr knapp. SDN hat auch schon auf 84. Ike kein Kill-Throw. Throw hat nicht mal gereicht, damit Ruven mit Up-B recovern muss. Der Aerial Drift von Kuhn ist halt auch sehr gut, ja. Den habe ich nicht kommen sehen. Ja, sauber. Erstes Spiel geht dann nicht. Da hat er sich gedacht, dass Ruven jetzt approached und hat es perfekt predicted und gecovert mit dem F-Tilt. Kann man nicht sagen. Aber knapp, ne? 84%. Und Ruven ist ja auch ziemlich gut im Adapten, insofern. Ja. Ich frage mich, wie das jetzt ist. Die haben ja schon sehr oft miteinander gespielt. Das Level an Adaption ist ja wahrscheinlich schon in Game 1 schon ziemlich hoch. So, wie soll das dann überhaupt noch weiter steigen während des Sets? Aber das tut's halt trotzdem. Also ich kenne gar nicht den Set-Rekord von den beiden, aber ist auf jeden Fall ziemlich offen. Also ich wäre nicht zu überrascht von beiden Auskommen heute. Ja, also auf StratGG habe ich gesehen, laut dem Seeding soll Ruven gewinnen sogar. Okay. Aber meiner persönlichen Erfahrung nach gewinnt SDN NEZ öfter. Es ist zwar nicht immer Ruven da, glaube ich, aber... Ja, Heimatstadt, da muss man halt gewinnen, ne? Ja, gut.
So, jetzt sehen wir Small Battlefield. Kein Bock mehr auf Pokémon Stadium 2. Ja. Oh, was war das für ein Start? SDN hat direkt mit Sidebee angefangen und er hat's bereut. Weil ihn das in eine sehr schwierige Situation gebracht hat. Den Let's Trap wird Rufen nicht einfach so droppen. Die halbe Cup. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Das war's. Das war der Stock. Ja. Der eine Konter hat's echt gemacht gerade. Ja, das ist halt echt die Sache. Den Charakteren fällt es jetzt nicht so leicht, sich gegenseitig zu gimpen, aber... Das war so gut reagiert von SDN, ja. Konter auf der Plattform gerade. Und das ist auch sofort der Stock weg bei Null, ne? Ja. Guck mal, da sieht man's. Oh. Das war überflüssig. Ja, wir traden hier mal so fast Zero to Deaths. Das ist, was die Leute sehen wollen, krass, richtig? Ja, schon gegenseitig zerstören, ja. Ja. Und ich bin mir tatsächlich gar nicht sicher, ob es überhaupt überflüssig war gerade. Oh. Ja, ist aber Rolle. Okay, der Tag auf der Plattform wurde nicht gepunished. Oh, die Dash-Tag. Das sah nicht so aus, als hätte es funktioniert, aber es hat funktioniert. Oh, der Fortwo. Oh, er hatte fast den Tag-Chase mit der Down-Air, das wäre so cool gewesen. Er hat genau geweedet, wo SDN hintaggt und hat dann nur aus Versehen sie ein bisschen zu low platziert. Oh. Oh, der Ledge-Trap mit dem Jab. Ah. Ja, er hat versucht zu kontern, er hat nicht geklappt. Ja. So, SDN spielt sehr aggressiv, finde ich. Wahrscheinlich, weil Ruven auf der Plattform ist und das zählt halt als Disadvantage. Das ist fast schon der Stock. Oh. Da hat er gerade die Sideview als Movement-Option verwendet, um näher ranzukommen. Oh, okay, ja. Der Kill-Move. Mit der Landing-Up-Air aufs Schild und dann direkt den F-Tilt, um zu covern, was auch immer Ruven danach macht. Außer wenn er weiter im Schild stehen bleibt, was er halt nicht macht. Ist auch heftig, der Up-Tilt, wie viel er einfach covert von der Plattform. Oh, ja, da hat Ruven sehr gut abgewartet auf der Plattform und hat dann das Rumgemäsche von SDN. Gepanisch Gemäsche kann man das eigentlich nicht nennen. Ja, Gemäsche ist das, wenn ich spiele, aber nicht, wenn gute Spieler spielen. Da war auch gerade eben wieder der das war übel. Das hat mich jetzt überrascht. Ja, dann auch noch der Two-Stock, damn. Das wird schwierig für Ruven. 0-2, Two-Stock gegen SDN. Ja. Aber wie gesagt, das hier ist Winners Finals. Es wird mich nicht überraschen, wenn wir Grants genau nochmal den Rollback sehen. Also ja, ich call auch, dass es bei Grants nochmal das Rematch gibt. Weiß gar nicht, wer spielt gerade nochmal Losers Finals? Linotox. Und Splash Match, oder? Ne, die haben gerade schon gespielt. Ja, egal. ja, und Beißel hat halt gerade gewonnen im Losers, ne, gegen Syntec. Ah, ja. Ja, das wird auch interessant, das will ich auch gerne gucken. Ja, werden wir auch, glaube ich, sehen. Also perfekt. Wir sehen jetzt alles, was noch kommt. Ja. Das heißt, als nächstes schauen wir Losers Quarter, ist hier Linotox. Und dann danach gucken wir dann Linotox gegen Beißel. Und der Gewinner von den beiden spielt dann gegen den Verlierer von SDN und Ruven. Ja. Was danach aussieht, als könnte es Ruven sein. Wobei er sich aber in diesem Match schon mal ein bisschen besser hält. Aber jetzt schon wieder sehr gefährlicher Disadvantage. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war der Stock. Huiuiui. SDN macht das echt gut. Ja, ist also so sauber. Captain das Obvious. Aber ich meine, diese Forward erst auf Stage. Es sieht aus, als ob er es schon ein paar Mal gemacht hat. Durchgeplant. Ich finde es so krass. Oh, sehr nice Attack Chase von Ruven hier. Genau gewusst, dass SDN wegrollt. Ich finde halt so krass, sehen diese Forward Airs halt nicht aus, aber dadurch, dass das so konsistent gegen so einen guten Spieler halt immer landet, merkt man halt schon, dass der echt gut ist. Ja. Wundert mich, dass Ruven da weggelaufen ist. Also ich habe irgendwie mir gedacht, dass Ike noch zurückkommt. Hätte gedacht, Ruven platziert einen Konter oder so. Aber vielleicht funktioniert das mit dem Konter auch gar nicht, wenn die Abi so weit weg ist von der Ledge, dass du dich nur mit Magnethänden ran. Ja, das kann sein. Ja, Konter ist halt, der fühlt sich immer safe an, wenn man ihn macht, aber es ist halt absolut nicht. Okay. Oh. Ja. SDN konnte noch mit Air-Dodge recovern. Ja. Echt interessante Air-Dodges, also auch die von oben, die Engels und so. Oh. Also der gerade nicht, aber... Ja, sie wollen halt echt einfach nicht mit ihrer AP recovern, deswegen sehen wir so viele auf die Ledge. Ja, gutes Timing von Ruben. Normal Getter perfekt gepunished, kann man nichts sagen. Oh. Ein bisschen am Fischen beim Raum runterkommen. Sie können sich auch nicht juggeln, ne? Sie sind irgendwie beide so gut im Landen, dass sie irgendwie nie so richtig zum Juggeln... Was war das? Da hat Ruven in letzter Sekunde nochmal reagiert, sich aus der Affäre rausgeairdodged. Hat er richtig sonst gefühlt wäre der Stock gerade halt sofort komplett disintegrated worden. Ja, das hat nicht für den Punish gereicht. Siehst man, die AP von Ike ist zwar laggy, aber anscheinend nicht laggy genug dafür. Ja, manchmal sind... Komischer Airdodge von Ruven, das ist man nicht gewohnt. Ja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ist gut. Nee, aber manchmal ist wirklich stehenbleiben, Smash aufladen, da rechnet niemand mit. Stehenbleiben ist OP, man kann alles draus machen und da geht rechnet nicht damit, wenn man gerade nur rumdashen war.
Ich muss sagen, sie approachen echt beide irgendwie mehr, als ich so gedacht hätte. Oh, coole Kombo von Ruven, hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht irgendwie, aber war schon nice. Das ist auch die Zeit wie gerade. Ich finde, sie spielen beide irgendwie aggressiver, als ich denken würde. Also klar, von Chrome kennt man das auch, dass der manchmal ein bisschen aggressive ist. Aber Ayk wartet ja eigentlich ab. Und hier approacht er auch irgendwie. Also SDN hast schon sehr oft approached in diesem Set. Hm. Nicht nur im Advantage, sondern auch im Neutral. Finde ich interessant. Ja, wer weiß, vielleicht haben sie sich schon für Scrams verabredet und das ist jetzt kann ich nicht sein. War eigentlich ist SDN ja eher dafür bekannt, ein bisschen defensiver zu spielen. Hm. Davon sehe ich hier gar nicht auf jeden Fall. Viel. Wobei gerade. Ja doch. Gerade wollte ich sagen, er rennt weg, aber direkt danach ist er halt auf ihn zugerannt, hat einen Dashgrab versucht. Also. Mhm. So, aber jetzt. Oh, Ruven hat eine High Recovery gebietet. Ich glaube, SDN hatte gar keinen Jump mehr, komisch. Oh. Mit der Nair. Oh, sehr schöner Trade. Ah. Ruven wusste. Ja, das war der Satz. Ruven wusste. Er wusste. Er wusste genau, was jetzt kommt und wie man das punisht. Ich musste gerade legit gucken, wer jetzt überhaupt rausfliegt. Das war sehr überraschend. Ja, also bei so einem Trade mit Zoomen, ne? Ja. Hatte ich auch schon den einen oder anderen Moment, wo ich selber spiele und beim Trade so bin, weil ich wissen will, wer jetzt verloren hat. Ja. Ist oft der Gegner, weil ich gerne Heavies spiele. Ja. Okay, ja. Zurück auf PS2. Aber Ruven hat jetzt das Momentum, weil er das letzte Game gewonnen hat. Mhm. Insofern. Ja, 2-1 für SDN. Wird auf jeden Fall spannend. Ich bin auch für Ruven jetzt, damit es Game 5 gibt, weil es. Ich bin für SDN jetzt einfach aus Prinzip. Okay, ja. Oh. Schönes Dash-Shield von Ruven. Ja. Ich bin leicht beeindruckt. Ja. Oh, dieses Dash-Shield, Lakshu. Oh, sehr nice 54% Combo. Das war auch eine Combo. Ja. Uiuiui. Oh, ne, 1 into F-Tilt. Let's go. Oh. Sehr schöner Anfang von Ruven hier, muss ich sagen. Aber jetzt kommt SDN halt auch rein. Oh, komische Nair an der Stelle. Ich weiß, ich bin so ein Fan davon, wie SDN sich bewegt. Das sieht alles so gechillt aus. Ja. So, wenn jemand das Spiel noch nie gesehen hätte, würde er wahrscheinlich denken, oh, ja, der läuft einfach geradeaus. Also, wow. Ja, das ist richtig Zen. Es sieht halt nicht irgendwie hochtechnisch aus oder kompliziert. Ja. Man versteht halt genau, was passiert. Aber das Gute ist halt sein Decision-Making. Ja. Das auf ist halt, Fall. Was du auch als Anfänger nicht so schnell sehen würdest. Ja. Du denken würdest, das ist ein normaler Mid-Level-Spieler oder so, weil du siehst halt nur so die Aerials und die Upbees und Sidebees. Ja. Aber das Decision-Making ist halt das Krasse. Okay, Ruven geht in den Luven, Alter. Hm. Ruven geht in den Lead. Sehr nice. Der nächste Stock startet auch mit einer kurzen Combo. Hm. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, dieses Low-Mid-Level-Denken. Man guckt ein Video von MKL und denkt so, ja, so anders macht das eigentlich nicht gerade. Ja. Den also Input kann ich auch. Wenn du halt irgendwie einen guten Lucas siehst oder so, dann denkst du dir halt direkt, der ist auf einem ganz anderen Level, weil der halt über die Stage Snake Dash. Ja. Aber so bei Ayk hat nicht so richtig die Tech. Ja, das ist alles im Kopf. Ist halt bei... Die Abbie an die Ledge. Oh, der Konter hat nicht funktioniert. Ja. Guter Gedanke von Ruven da zu kontern, aber hat leider nicht geklappt. Oh. Ich meine, der beste Schachspieler stellt auch seinen Bauern irgendwie zwei Felder nach vorne. So ist es nicht. Also. Back out of shield, ja. Interessant, wie SDN immer als Disadvantage Breaker sofort die Side B raushaut. Mhm. So eine Online-Mash-Option irgendwie, aber funktioniert wohl auch wirklich. Oh. Ja. Komisch. Deswegen machen wir es immer. Oh. Ja, den Rowland gepunished. Down-to-up er auch noch true. Richtig starker Stock. Also, was soll man da überhaupt machen? Okay, nicht reinrollen, wenn er da so steht, I guess. Nicht auf ihn zurollen. Ja, es ist immer ein echt schlechtes Gefühl, wenn man irgendwo reinrollt und der Gegner stand da schon eine Stunde. Ja, oder gegen Puff und dann wird man gerestet. Ja. Das ist der Extremfall. Oh, oh, oh. Diesmal der Konter funktioniert, ja. Oh. Frag mich, ob der Konter von Chrome und Ayk sich unterscheidet, beziehungsweise wieder sich unterscheidet. Also optisch sehen die jetzt sehr ähnlich aus. So wie ich das Spiel kenne, ändern die aus Prinzip String. Was. Ich glaube, das Set ist jetzt vorbei. Oho. Damn. Ja. Da hat SDN am Ende nochmal ordentlich aufgedreht, muss ich sagen. Ja, einfach dieses Offstage, er war tot, aber er ist dann da einfach noch. Er weiß, er kann da jetzt Offstage gehen, Stock-Lead.